mit dem Pad? Ja. Aha, mit mir? Ja. Servus. Marius Ticino, no. Ticino, buongiorno a tutti, ciao. Alzo file applause für deine riesige Erfolge an Eurovision, war super. Was hat Eurovision an dich gelassen? Hey, jetzt bin ich ganz mutiger. Jetzt ist wirklich, ich fühle mich, wenn man mal so etwas gemacht hat, dann ist nachher alles irgendwie easy. Dann ist so roter Teppich, das Swiss Music Award, machen wir, kein Problem. Und jetzt deine zukünftigen Projekte? Hey, jetzt haben wir gerade wieder ein Single ready für den Sommer. Jetzt Festival spielen wir, Paleo, Lumnezia. Wir machen eine riesige Tour hier in der Schweiz. Und auf das freue ich mich mega. Weißt du, meine italienischen Freunde, sie haben mir gesagt, Marius war total gut. Und sie haben für dich gewartet. Ich wollte dir sagen. Ah, das ist super lieb. Grazie mille. Hast du ein paar neue Wörter auf Italienisch gelernt in Torino? Hey, was habe ich gelernt? The problem is, das Problem ist, dass wir nicht mehr Englisch geschnurrt, oder? Aber uno espresso per favore, oder ja, nicht viel, irgendwie. Ja, was kann ich Italienisch? Mein Goethe ist auch Italiener, eigentlich sollte ich mehr Italienisch können, aber es ist noch zu wenig. Kein Problem, ich warte dich in Ticino noch. Ja, dann kommen wir wieder mal ins Tessin in Ferien. So. Ciao. Ciao Marius, danke vielmals. Ciao. Ciao.